Jo, hallo liebe Leute. Wieder eine Folge Fishing Planet. Jo, heute bin ich mal wieder in Afrika und hier möchte ich heute zwei neue Köder testen. Von der Club Series. Und zwar habe ich hier Club Series flacher Blinker, 42 Gramm Raute 6,0, 10 cm lang, schick in grün-schwarz. Kann man sich den noch besser angucken? Ich schau mal. Info. Jo, hier sieht man ihn noch ein bisschen besser. Jo, und da man ja sonst mit flachen Blinker hier auch die Seimler ziehen kann, und zwar benutze ich ja sonst hier den Tropfi flacher Blinker. 42 Gramm 6,0, also von der Größe und Gewicht identisch, nur eine andere Aufmachung, also andere Farbe. Dazu bin ich dann auch hier wieder an meinem gewohnten Spot. Ne, falsche Taste, wieder ein Stück vor. So. Dann gucken wir mal. Führen tue ich den auch mit Tempo 3. Schon mal Fehlbiss. Geht ja gut los hier. Und da steigt auch schon einer ein. Dass die neuerdings hier immer links übers Land kommen irgendwie. Ja, das ist ein Flachen. Konnte gerade noch abwenden, dass er da wieder über Land gezogen wird. Schon mal ein Tropfi-Tiger-Seimler. 13 Kilo. Guter Anfang. Kann ich mir merken, ungefähr halber Auswurf. Brauche ich nicht jedes Mal zielen. Diesmal kommt keiner. Ah, wollte ja ohne zielen. Ja, das war ein Tick zu kurz. Obwohl, nö, ist okay. Ui, und wieder einen fetten Fehlbiss. Und da steigt einer ein. Nee, nicht nach links. Dass sie immer nach links abhauen, neuerdings. Seit dem vorletzten Update. Hauen die immer nach links ab und lassen sich dann über Land ziehen. Aber wenn man die Route nach links hält, versucht der Fisch das auszugleichen. Und dann schaffen wir es manchmal hier, den Fisch knapp an der Landkante hier lang reinzuholen. Jetzt hat er verloren. Und da haben wir den ersten Goliath, 18 Kilo. Was sagt denn die Beißkurve?
Ach so, ist schon im Keller. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Ab 18 Uhr, da geht die Beißkurve langsam wieder hoch. Und der nächste. Nicht da über Land. Komm da weg. Ja, und der ist schon wieder über Land und ja, das passiert nämlich häufig. Er ist der Fisch vom Haken. Warum haben die es jetzt so blöde programmiert, dass er da immer nach links abhaut und dann zwischendurch schafft man das nicht, ihn dazu zu bringen, den Fisch, dass er wieder nach rechts rüber schwimmt, sondern da auf Land kommt und dann fällt er vom Haken ab. Ganz blöde programmiert, ey. Der hat so dicht vor dem Flachen gebissen. Und dafür hängt er jetzt aber auch erstmal wieder eine halbe Stunde, ohne dass ich ihn reinholen kann. Muss aber auch nur ein einfacher Tiger sein, ne? Kein Goliath. So komm, nimm ihn. Nimm ihn jetzt mal endlich. Und wieder ein Trobi. Einen Tick weiter rauswerfen. Und als nächstes testen wir noch einen anderen Köder, auch einen von den neuen Ködern. Und da haben wir noch mal einen. Aber wieder nur einen kleinen. Und wieder lässt er sich nicht rausheben. Also besser gesagt, nicht annehmen. Rausheben ließ er sich, ja, aber nicht gleich annehmen. So, ein oder zwei machen wir noch. In der Hoffnung, dass er doch nochmal ein größerer beißt, ein Goliath. Ein Trophy oder einzigartig. Ab 10 Meter kann man reinholen, weil da vorne, genau bei 10 Meter, fängt das flache Gebiet an bis hierher.
Da spawnt auch kein Säimler mehr. Weder Tiger-Säimler noch Goliath-Tiger-Säimler. Komm, beiß noch mal. Aber noch mal vernünftiger hier, nicht so ein Kleinkram. So, letzter Wurf. Dann gebe ich es auf hier. Weil wir wollen ja den anderen Köder noch testen. Nö. Okay. So, und zwar ist das hier die. Achso, kann ich natürlich nicht zeigen. Die X-Series Nymphe. Die ist auch neu. Nämlich die Club-Series Nymphe 10 cm. Farbe blau-schwarz. Der eben war grün-schwarz, der ist hier blau-schwarz. Und zwar soll das hier diese Nymphen ersetzen. Die Salut-Nymphe und die X-Series-Nymphe. Mal gucken, ob die ähnlich gut ist. Dazu muss ich mir natürlich was auf die Route machen, wo ich sowas hinten dran packen kann. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich mal entweder ein Bassbait. Oder noch ein von den neuen Ködern, nämlich hier den. Aber der hat nur einen 2-0er Haken. Aber wir testen erstmal den. Machen da die Nymphe hinten dran. Und gucken mal, was da beißt. Gehen wir auch auf Tempo 2, nicht Tempo 3. Ups, das war zu kurz. Also weiter auswerfen. Ja, schon ein bisschen besser. Und ein Fehlbiss auf dem 2-0er Haken. Da beißt sogar der kleinste Seiner drauf eigentlich. Also Hakengröße darf kein Problem sein hier. Und da haben wir was. Nee, nicht da auf Land. Komm hier rüber. So ist fein. Oh, ein ganz kleiner, ne? Jo, 8 Kilo.
Das ist natürlich der kleinere Haken. Das wollen dann natürlich auch kleinere. Aber die Nymphe funktioniert auch. So, probieren wir die Nymphe nochmal mit einem größeren Haken, nämlich statt den Spinnerbait nehme ich jetzt den Bassbait mit Raute 5 Haken, dass er die Nymphe nicht drauf lässt. Ey. Jedes Mal muss man das wieder neu machen, nur wenn man den anderen Köder wechselt. Da können wir auch mit Tempo 2 arbeiten. Jo, und der geht auch weiter raus. Okay, er ist aber schon mal nichts, aber das, weil wir ja auch gerade einen gefangen hatten. Ja, ich versuche es gleich nochmal mit Tempo 3. Der reizt, dass die Fische mehr dann anders spawnt. Und da kommt er auch. Oh, wieder nur ein kleiner. Etwas größer als der eben. Aha, immer wenn ich Richtung Boot gehe, dann ist er, ah, der erste, nee, zweite Goliath. Aber nur 16 Kilo. Aber die Nymphe funktioniert für beide, für Tigersammler und für Goliath Tigersammler. Das scheint sogar ein anständiger zu sein. Muss ich wieder pumpen. Sehen, dass ich den hier rüber kriege. Ne, der haut immer mehr in die Richtung ab. Der will wieder über Land kommen. Oh, gerettet, indem ich weggelaufen bin. Sonst wäre er weg gewesen. Der wäre wieder abgefallen sonst.
Was beißt? Keine richtige Granate hier. Mit dem flachen Blinker, mit den, genau, mit den Tropfi-flachen Blinker oder mit Großpopper hätte ich hier schon längst einen größeren gefangen wahrscheinlich. Genau kann man es natürlich nicht sagen, aber. Ich habe es ja schon häufig mit den beiden Ködern probiert, also mit den Tropfi-flachen Blinker und den grünen Großpopper. Und da habe ich immer meine großen gefangen, große Tropfis und einzigartige. Ne, das war wieder nur ein Fehlbiss. Ärgerlich. So, was ich noch probieren kann, ist den Köder an der Oberfläche langziehen. Da steigt da ja was Größeres ein. Wenn ich ihn als Oberflächenköder ziehe hier. Mache ich mal gleich von Anfang an. Also erstmal Tempo 3, um ihn nach oben zu kriegen. So, jetzt will ich aber noch mal einen sehen hier. Komm schon. Sonst geht ja doch immer steil auf Oberflächenköder hier. Heute nicht. Nö. So will hier nichts beißen. Gut, dann gehen wir wieder auf Tempo 3. Versuchen wir es nochmal im Mittelwasser. Natürlich sein, dass ab 19 Uhr hier gar keine mehr beißen. Dass hier denn die Beißzeit durch ist für diesen Spot. So lange habe ich hier sonst nie geangelt, weil da habe ich meistens dann schon den Kescher voll gehabt. Bevor es überhaupt so spät war. Tut sich nichts mehr hier. Tote Hose. So, letzter Versuch. Ah ja. Also beißen sie auch noch nach 19 Uhr. Endlich mal einer, der nach rechts abhaut. Und dann richtig weit. 60 Meter, 62 Meter, wow. Das könnte ein Trophy sein.
Der will wieder da hinten hin abhauen. Bitte nicht wieder über Land. Nicht über Land. Boah, nur mit Rückwärtsgehen zu meistern. Ja, nochmal ein Goliath mit 24 Kilo. Machen wir von dem noch ein Bild, bevor wir gar kein Bild haben hier. So. Ja, muss so passen. So, Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.